Hier ist Michaela von Michaelas Kreativbuchs. Ich begrüße euch zu einem neuen Video der Reihe Ein Produkt, 4 plus Ideen. Heute allerdings anfangs erstmal mit einer Info. Ab dem 15. November gibt es ein neues Kreativset, nennt sich Zeitlose Grüße. Beinhaltet Umschläge, Kartenrohlinge, Ausstanzungen, die ihr hier sehen könnt, Steinchen, kleines Stempelkissen und Stempel, Stempelset, womit ihr 8 Karten gestalten könnt, die meiner Meinung nach sehr gut geeignet sind für Männerkarten. Dieses Set, wie gesagt, ab 15. November bestellbar. Entschuldigung. Die zweite Aktion ist vom 15. November bis zum 18. November, also zeitlich begrenzt auf diese 3 Tage, und ist ein Aktionsangebot, wo ihr einen Preisnachlass bis zu 20% auf ausgewählte Produkte aus dem Jahreskatalog 2022 bis 2023 erhaltet. Mein Gott. Diese Aktionsliste habe ich mir schon mal runtergeladen, würde allerdings den Rahmen sprengen, sind 7 Seiten. Wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in der Infobox unter diesem Video. Und heute geht es um das Produktpaket Funkelnde Feiertage. Es ist ein Gummistempelset und besteht aus Stanzen, die teilweise ganz ausstanzen. Und diese Stanzen stanzen nur zum Teil aus, sodass ihr die Produkte so hochbiegen könnt. So, und da habe ich mal ein paar Ideen vorbereitet. Und zwar, oder fangen wir anders an. Die Produktreihe findet ihr auf Seite 19 im Minikatalog. Es gibt Stempel, es gibt Stanzen und ihr könnt sie auch wieder als Produktpaket bestellen mit 10% Preisnachlass. Und da habe ich vorbereitet klassische Weihnachtsfarbe, grün und rot, und einmal pink. Also gar nicht so konventionell, aber es gibt ja viele Menschen, die pink mögen. Ich gehöre dazu. Fangen wir mal mit der grünen an. Da habe ich einen Cardstock, also den Farbkarton in Tannengrün verwendet. Habe Designerpapier, das findet ihr ebenfalls im Minikatalog bei der schwarzen und bei der roten, also das schwarze und das rote. Das findet ihr auf Seite 31 im Minikatalog und nennt sich besonderes Designpapier im schönsten Licht. Hat die Maße 6x6 Zoll, also 15,2 x 15,2 cm. Dann machen wir mal gleich weiter mit dem Material auf diesen 3 Karten, wo ihr was findet. Und zwar der Rest ist aus dem Hauptkatalog. Auf Seite 139 findet ihr Spezialpapier in, dieses hier, das Metallicfolienpapier in Kupfer und Gold, da habe ich Gold verwendet, und das silberne Metallic-Spezialpapier, da habe ich das hellere verwendet. Die Perlen, die ich teilweise verwendet habe, die sind einmal also die Perlen findet ihr auf Seite 141. Diese hier, das sind die in Sommersorbet. Und die weißen hier sind die Basic Perlen Schmuck bunter Schimmer. Und das eher das weiße Band, das ist das Saumband in Knitteroptik in Weiß. Und das auf der roten Karte ist das Metallic Netzband. Die findet ihr auf Seite 145 im Hauptkatalog. So, da habe ich also wie gesagt ein
Farbkarton in Tannengrün, den Aufleger aus dem Designerpapier, die Ausstanzungen aus dem Metallic Goldpapier, genau wie der hier unten drunter ist. Darüber habe ich ein Transparentpapier ausgestanzt in der gleichen Größe und habe darauf das Wort Funkelnde Feiertage. Diesen Stempel findet ihr, wie gesagt, in diesem Set. Das ist dieser hier. Hab den mit Goldpulver embossed und habe die Fächerpailletten aufgeklebt, die jetzt aus dem Gerahmt mit Blumen Produktreihe ist. Innen drin habe ich die Reste von dem Designpapier aufgeklebt, einen weißen Aufleger eingebracht und mit einem Spruch versehen und mit Schneeflocken gestempelt. Das ist das Beispiel in Tannengrün. Bei der roten Karte habe ich das Designpapier aufgeklebt, das Band vorher drum gewickelt, damit es hier nicht zu sehen ist. Habe den großen in Silbermetallic ausgestanzt, habe den kleinen in Chili ausgestanzt, habe mit Silber funkelnde Feiertage embossed, habe die weißen Perlen aufgebracht und hier drin habe ich einen weißen Aufleger. Da habe ich die kleinen Schneeflocken, das sind diese hier. Immer erster Abdruck, zweiter, erster, zweiter, erster, zweiter. Hier jeweils den ersten und den Spruch, alles Gute und ein zauberhaftes neues Jahr. Das ist das Beispiel in Rot. Dann habe ich hier ein Schiefergrau Farbkarton, Wassermelone, weißer Aufleger, Falzlinien eingebracht. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Die jeweiligen Schneeflocken gestempelt, das weiße Schleifenband angebracht. Hier habe ich nur den großen ausgestanzt, eine wunderbare Weihnachtszeit aufgestempelt und die Ränder in das Stempelkissen geditscht, sodass ich da noch so einen Kontrast habe und die pinken Pärchen aufgebracht. Das war das. Und dann habe ich einmal mit Mutorange, kam jetzt nicht auf den Namen, dieses Windlicht gestaltet. Es wird jetzt mit Sicherheit sehr schwer sein, da einen Effekt zu sehen. Ich versuche es mal und mach mal ein Licht aus. Ja, so müsstet ihr es erkennen können. Und wie das, da habe ich dann noch ein weiteres Beispiel. Das sieht so aus. Die Idee ist nicht von mir, die ist von Mehrstempeln. Da hatte ich euch im Herbst schon mal das mit den Stanzformen Espen gezeigt. Das ist also eine andere Möglichkeit, indem ihr diese Teile aufbringt. Mal versuchen, ob man das hier jetzt sieht. Ich mache nochmal das Licht weg. Ja, hier sieht man es jetzt nicht ganz so dolle. Okay, das war das zweite Beispiel. Und jetzt räume ich ein wenig auf und dann sehen wir uns gleich mit den vorbereiteten Sachen, weil das basteln wir heute einmal zusammen. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und Platz geschaffen. Und habe schon mal was vorbereitet für das Windlicht. Wir fangen an mit einem Stück weißen Farbkarton mit den Maßen 23 x 15 cm. Das ist das. Das wird an der langen Seite gefalzt bei 11 und 22 cm. Noch nicht nachfalzen. Dann nehmen wir uns das Papier, suchen uns aus, was wir uns ausstanzen möchten. Und ich habe, ihr müsst euch vorstellen, das ist dann hinterher ja so. Das heißt, wo die kleine Klebelasche ist, da legt ihr euch eure Motive auf. Und ich habe mich diesmal dafür entschieden,
dass ich den unteren Bereich nutze, damit das Teelicht richtig schön zur Geltung kommt. Und habe dann hier oben noch genug Platz für Verzierungen. So, das gehe ich mal eben durchstanzen. Das geht nämlich nur durch die große. Und dann legt ihr die kleine Klebelasche oben hin. Richtet euch die Sterne so aus wie, und die Flocken, wie ihr sie haben wollt. Und dann durch die Big Shot. Und wenn ihr euch für komplett für die Ausstanzung habt, ihr natürlich auch hier noch Sachen über, die ihr nutzen könnt. Und dann können wir anfangen. Jetzt brauche ich meinen Kleber. Jetzt legt ihr euch das so hin. Und dann können wir schon mal den farbigen Cardstock einkleben. Ich habe mich hier für Gartengrün entschieden. Den klebt ihr euch jetzt so an, dass ihr nicht auf die Falz kommt. Da nehme ich mir immer noch mal mein Falzbein zur Hilfe und verstreiche den Kleber, dass er sich schön mit dem Papier verbinden kann. Dann nehmt ihr euer Transparentpapier. Der Farbkarton hat die Maße 14,85 x 10,5 und das Transparentpapier hat die gleichen Maße, 14,85 x 10,5. Jetzt tragt ihr euch am Rand und nur am Rand Flüssigkleber auf. Ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen, womit ihr am liebsten arbeitet. So, dann gehen wir hin und setzen uns das Papier auch so an, dass keine der Falzlinien praktisch verklebt wird. Auch hier den Kleber schön andrücken. Jetzt bin ich mit diesem Stern, wie ihr seht, ein bisschen zu weit dahin gerutscht. Deswegen ist jetzt hier Kleber. Aber das ist kein Problem. Den sieht man hinterher nicht mehr. Dann gehen wir hin und auch hier. Und wenn wir hier jetzt vorsichtig so ein bisschen drücken, dann sieht man das nicht mehr so doll. So. Dann könnt ihr hingehen und die Falzlinie nachfalzen.
könnt ihr natürlich auch vorher machen. Und vor dem Zukleben. So, jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr klebt es euch so fest, dann habt ihr aber immer hier diesen weißen Rand. Wenn euch das gefällt, ist das völlig okay. Ihr könnt aber auch hingehen und es außen festkleben. Dann wölbt sich das natürlich schon mal ein bisschen. Aber wie gesagt, vorher möchte ich noch verzieren. Jetzt habe ich mir aus Gartengrün das Etikett ausgestanzt aus dem Set. Und das kleinere Etikett, na, in Weiß. Und werde jetzt den Spruch in Gartengrün aufgeben. Und zwar habe ich mich da auch wieder entschieden für funkelnde Feiertage. Sehe ich gerade, habe ich vergessen sauber zu machen. Nach dem Rot ist aber kein Thema. Ich nehme mir unsere Schrubbkiste und den Stempelreiniger. Bringe ein wenig auf eine Seite auf. Dann kann der Stempel da durch. Dann einmal über die trockene Seite. Und schon ist das Rot weg. Kann der auch wieder weg. Deckel drauf. Und der duftet. Das ist der Wahnsinn. Dieser Duft ist von dem Stempelreiniger, der ist ganz faszinierend. Also wenn es da einen Raumduft geben würde oder ein Putzmittel, das würde ich auch glatt benutzen. So, jetzt nehme ich mein weißes Etikett und versuche, dass es so einigermaßen hier im Rahmen bleibt. Und jetzt schiebe ich den mal eben beiseite. Jetzt mache ich den Stempel direkt sauber. Wieder einmal auf der Seite, wo der Stempelreiniger ist, und einmal auf die trockene Seite. Dann kann er weg und der Stempel ist sauber. So, dann mache ich mir das erstmal zu, wenn ich dann genau weiß, wie ich weiter verziere. So, jetzt setze ich mir hier mal ein Päckchen her von den Niedermenschnils. Knister, knister. Und da bringe ich mir jetzt drei kleine Dimensionals auf. So. Schutzfolie abziehen. Und auf das große Etikett aufbringen. Ihr könnt es so aufbringen, hier unten rechts links. Ich versuche es mal mittig. So. Da kommen jetzt die großen Dimensionals drauf. Ihr könnt das jetzt natürlich auch plan aufkleben. Das ist ja Geschmackssache. Oder den kleinen Spruch plan aufkleben. Ganz wie ihr das wollt. Hier ebenfalls. Na. Schutzfolie abziehen. Und dann bringe ich mir das hier unten im unteren Bereich auf. Da haben wir ja keine Ausstanzung. So. Und jetzt habe ich hier ja schon ganz viele Schneeflockensterne in Gartengrün. Das, was gerade die ausgestehen weiß und von letztens noch über, von den ersten beiden, Sterne
gerne. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich bräuchte meine Pinzette. Das ist dann immer einfacher. Ich nehme jetzt einen weißen Stern, mache mir hier im unteren Bereich ein bisschen verstreichen und setze mir diesen Stern jetzt hier gleich mal den Kleberadierer nehmen und den anderen kleinen weißen Stern ebenfalls ein bisschen Kleber aufbringen und auf die andere Seite aufbringen. So. Dann nehme ich mir eine grüne und eine weiße Schneeflocke. Da mache ich mir nur in die Mitte einen kleinen Klecks Kleber und klebe sie versetzt auf die grüne. Das mache ich jetzt nochmal, einen kleinen Klecks in die Mitte auf den weißen und versetzt auf die grüne. Dann mache ich mir wieder einen Klecks hier hinten in die Mitte. Und dann schaue ich mal, wo ich meine, dass das gut aufgehoben ist. Setze ich mir hier hin. Und auch das, wie gesagt, ist alles eine Geschmackssache mit der Verzierung. Die kommt hier hin. Und dann schaue ich mal, wie das aussehen würde. Ich nehme mal einen grünen Stern und setze mir eine weiße Flocke drauf. Ja, das sieht schick aus. Gefällt mir. Das mache ich jetzt. Kommt jetzt hier drauf. Das setze ich mir jetzt mit einem Mini-Dimensional auf. Den setze ich hier mittig auf den Stern. Schutzfolie abziehen. Oh, jetzt hat der Kleber noch nicht. Moment, ich muss erst. Der Kleber hat nicht gegriffen. Das setze ich mir jetzt hier oben hin. Und dann mache ich noch mal einen kleinen Punkt hier drauf. Und setze mir das jetzt hier rein und dann nehme ich noch eine grüne Schneeflocke ohne alles ein bisschen Kleber und die setze ich mir hier hin. Und jetzt hole ich mir mal eben meine Steinekiste. Da gucke ich mal, ob ich. Da nehme ich mir jetzt erstmal hier das mit Aufhebelfer. Nehme ich mir jetzt erstmal hier für die grüne und setze mir die hier mittig rein. Jetzt muss ich mal durchschauen, ob ich irgendwas habe, was zu den Loden drin passt.
Kerzen. Ja, Vorbereitung ist alles. Da haben wir das. Das passt dann gar nicht. Das haben wir hier. Dann bleibe ich ganz einfach bei den. Bei den Weißen verrate ich euch noch was. Jetzt gehe ich hin und nehme mir meinen. Ich habe leider den Stamping Blend in Gartengrün, habe ich glaube ich nicht. Nee. Da nehme ich mal einfach und guck mal, ob das auch geht. Den Stampin White Marker. Nicht so wirklich. Und das müsste ich, also mit den Stampin Blends, mit den Alkoholmarkern geht das sehr gut. Dann bleiben wir jetzt bei Weiß. Und ich setze mich jetzt hier noch einen hin. Und hier ein klein. Also wenn ihr nicht die passende Farbe habt, weil wenn ich jetzt drüber gehe, wische ich es noch ab. Von daher nehmen wir jetzt einfach weiße. Und na. Ich lasse es. Das reicht mir. Weniger ist manchmal ja auch mehr. So, mein Kleber zu. Steinchen weg. So, und das wird dann jetzt hier müsste jetzt, also ganz vorsichtig, ein hauchdünn, ja, Michaela, hauchdünn ist was anderes hier hinten. Ja. Aber das macht nichts, das kann ich dann schön hier, wo es dicker geworden ist, so ein bisschen verreiben. So, hier auch ein bisschen so. Dann klappt ihr das zu und klappt das drüber. Ohne in den Kleber zu greifen. Ja, das war zu viel Kleber. Und beim Tombow ist es natürlich, der ist da in der Beziehung sehr undankbar, weil wenn der klebt überall. Hätte weniger, wäre mehr gewesen. Und dann könnt ihr euch das so aufbiegen. Und dann nehmt ihr euch euer Teelicht. Ich habe jetzt hier ein höheres. Dann könnt ihr das so da drüber stellen. So, jetzt mache ich mal wenigstens dieses grelle Licht hier aus. Wenn es dann ganz dunkel ist, ich versuche mal, ich mache mir das andere Licht auch noch auf.
Vielleicht ist es dann einigermaßen. Ja, seht ihr? Und das Funkeln geht auch noch in den oberen. Hier unten ist es dann. Und das sieht abends so toll aus. So, dann hoffe ich mal, dass euch mein Video gefallen hat. Zu dieser Reihe sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Und am Mittwoch sehen wir uns zu einem kleinen Haul, also ein Auspackvideo. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag.